Ja, und ortsunabhängiges Arbeiten, das haben wir wohl im letzten Jahr fast alle erlebt, ist eben ein ganz wichtiger Faktor beim Thema New Work. Wo wir aber letzten Endes stehen bei New Work, wie viel Buzzword das noch ist und wie viel doch schon gelebt wird und ob der Obstkorb da an der Stelle reicht oder was wir brauchen, um wirklich echte neue Arbeit zu leben, darüber möchte ich jetzt diskutieren mit drei Gästen. Mit dabei sind Bettina Rollo. Bettina ist Executive Coach, Organisationsentwicklerin und New Work-Expertin und Autorin des Buchs New Work Needs Inner Work. Und genau über dieses Thema, die innere Einstellung zu New Work, darüber wollen wir gleich sprechen. Von daher freue ich mich sehr, dass sie dabei ist. Mit dabei ist auch Dr. Max Neufein, stellvertretender Referatsleiter für Strategie und digitalen Wandel im Bundesministerium der Finanzen. Und zuvor war Max Neufein Referent für Grundsatzfragen der Arbeitspolitik im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dort auch mitverantwortlich für den Dialogprozess Arbeiten 4.0. Herzlich willkommen auch an dich, Max. Jetzt sehe ich euch auch schon. Schön, dass ihr dabei seid. Und die Runde wird komplementiert durch Sophie Seiwald, CEO und Managing Director von Mercedes-Benz.io. Das ist ein Tochterunternehmen von Daimler, das sich mit dem Auf- und Ausbau der digitalen Kanäle von Daimler beschäftigt. Sophie leitet MBIO, das ist die Kurzform seit 2018, und dort wird mit nach dem Holacracy-Modell gearbeitet, was das ist und wie die Herausforderungen hier zwischen New Work und etabliertem Konzern sind. Auch darüber wollen wir jetzt sprechen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hi. Hi. Den eingangs erwähnten Obstkorb würde ich zum Start mal aufnehmen für eine Standortbestimmung, wo wir bei New Work stehen. Bettina, erste Frage an dich. Reicht der Obstkorb, wenn ich den ins Büro stelle? Wie new bin ich dann in New Work? Naja, die pauschale Antwort wäre natürlich jetzt aus meiner Perspektive nein. Und die Frage, die sich dann dran aber anschließt, ist ja, was verstehen wir denn jetzt eigentlich unter New Work? Der Begriff ist ja jetzt überall, ist aber für mich nicht irgendwie letztendlich definiert. Viele Leute setzen das dann irgendwie gleich mit Selbstorganisation, aber ist es das denn wirklich? Ich würde sagen, New Work ist für viele Unternehmen der nächste Schritt in Richtung etwas Agileres, Flüssigeres, Flexibles und vielleicht dann irgendwann auch Selbstorganisiertes. Aber eben der nächste Schritt, das wäre jetzt mal so das eine. Und das andere, was ich eben da drin ganz spannend finde, jetzt auch so ein bisschen analog dem Buchtitel, den ich zusammen, des Buches, das ich zusammen mit Joanna Breitenbach geschrieben habe, dass ich halt, was ich super interessant bei New Work finde, ist dann zu schauen, okay, wenn wir in Richtung New Work gehen möchten, also wenn der neben dem Obstkorb noch was anderes bei uns passieren soll, was heißt das denn für unsere Struktur- und Prozessveränderung, aber was heißt denn das auch für unsere Kompetenz- und Haltungsveränderung? Weil wenn wir sagen, New Work ist irgendwie so ein Schritt in Richtung was Selbstorganisierteres, was Flexibleres, was Flüssigeres, dann steckt da oft drin, dass wir auf jeden Fall anfangen, Strukturen, Standardprozesse, Reglementierungen abzubauen. Und dann ist die Frage, was muss denn dann passieren, was ersetzt das denn? Und in meiner Erfahrung ist das eben, kommt das viel so aus unserem inneren Kompetenzbereich im Sinne von der Kommunikation, zu der wir miteinander in der Lage sind, das Feedback, was wir uns geben können, also alle zwischenmenschlichen Aushandlungsprozesse. Und deswegen wäre für mich New Work auch immer ein Schritt in Inner Work. Ja? Weil wenn ich weniger Struktur und weniger Prozess nutzen möchte, dann brauche ich mehr Kommunikation, mehr Selbstreflexion und mehr gemeinsame Metareflexion im Team, weil das eine das andere ersetzt. Darüber wollen wir gleich erstmal soweit. Danke dir. Darüber wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch sprechen, welche Skills und Fähigkeiten hier immer wichtiger werden. Erst aber nochmal die Standortbestimmung an dich, Sophie. Ich habe euch im Büro, durfte euch mal besuchen. Obstkorb habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, aber eine Menge anderes. Also was sagst du, wo stehen wir so im Bereich New Work und was braucht es, damit neues Arbeiten wirklich gelingt und funktioniert? Ja, also glaube ich, wenn ein Thema sich konsequent durchgesetzt hat im letzten Jahr, dann ist es wahrscheinlich irrelevant, ob du ein fancy Office hast und ein Obstkorb, aber dass die Firmenkultur stimmt. Ja. Und ich muss sagen, also ich hatte auch, es ist quasi exakt ein Jahr, seit wir, also 12 Monate, am 12.3., dass wir jetzt im Homeoffice sind und, sag ich mal, anfängliche Grundsatzthemen, die wirklich jahrelang überhaupt schwierig waren zu diskutieren, ne? Also von wo arbeitet man, können wir das remote machen oder muss ich einmal durch die Weltgeschichte fliegen? Das hat sich alles erledigt. Ja. Und es geht trotzdem, obwohl ich sagen muss, dass es, wenn man mich über die Zukunft fragt, wahrscheinlich eher in Zukunft eher ein Blending ist zwischen dem, was wir heute machen und wie wir in der Vergangenheit gearbeitet haben. Aber was sich definitiv herauskristallisiert hat, es geht nicht um Obstkörbe, es geht um Kultur, wie wir arbeiten, welche Leute man dabei hat,
und was man von jedem Einzelnen erwartet, der da mitarbeitet. Und dann ist es eigentlich wurscht, ja, ob der Obstkorb dasteht oder nicht. Alles klar. Max, inwiefern hat Corona das Ganze jetzt befeuert? Also wie weit sind wir in Sachen New Work durch das letzte Jahr auch? Wie würdest du das einschätzen? Also hat uns das wirklich diesen Quantensprung nach vorne gebracht? Hat uns das eher die Herausforderungen und die Schwachstellen aufgezeigt? Also was ist so deine Einschätzung, wie weit wir im Bereich New Work überhaupt sind? Ich glaube sozusagen, der Impact der Corona-Pandemie hängt natürlich total davon ab, was man mit New Work meint, ne? Wenn man New Work rein auf so einer individuellen Ebene sieht, also sowas wie New Work heißt jetzt irgendwie digitale Nomaden und ich lebe einfach mein Arbeitsleben ganz anders, dann glaube ich, ist eher über die letzten 2-3 Jahre klar geworden, dass das ein ziemliches Nischenphänomen war, über das wir da vor so 4-5 Jahren sehr viel gesprochen haben. Wenn man New Work auf einer organisationalen Ebene sich anguckt, also wie arbeiten wir zusammen in Organisationen, wie sieht Führung aus und so weiter und so fort, ich glaube, dann hat ein riesiger Shift schon stattgefunden. Also ich glaube, ganz viel, was teilweise auch schon an positiven Dingen angelegt war, ist beschleunigt worden. Und teilweise hat es einfach auch wirklich so eine sozusagen Zwangsmodernisierung gegeben, die, glaube ich, ganz, ganz positiv war. So. Und die dritte Ebene ist natürlich New Work auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ja? Also so die Frage, wie denken wir eigentlich unsere Arbeitsgesellschaft? Und der Begriff New Work geht ja bekanntermaßen auf Friedrich Bergmann zurück, der in den 70er Jahren unter New Work ja eher das verstand. Also wie konstruieren wir eigentlich eine Arbeitsgesellschaft? Das sind ja eher so Fragen wie, wie viel Zeit möchte ich Erwerbsarbeit machen? Wie viel Zeit möchte ich im Ehrenamt sein? Wie viel Zeit möchte ich mich kreativ beschäftigen und so weiter? Ich glaube, da führen wir ehrlich gesagt seit den 70er Jahren die gleichen Diskussionen und am Ende entscheidet auch jede so Gesellschaft so ein bisschen für sich, wie modern sie da sein möchte. Ich glaube, da ist nicht zu erwarten, dass durch Corona da jetzt irgendwie ein riesiger Schub nach vorne passiert ist. Ich glaube aber schon, dass ganz viele Fragen, die damit verbunden sind, was ist eigentlich Anerkennung von Arbeit, was ist Wert von Arbeit, was ist Sinn von Arbeit für individuelle Menschen, was ist sozusagen der Stellenwert auch von Arbeit in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass die Fragen aktuell schon mit einer anderen Dringlichkeit diskutiert werden, als es vielleicht vor 2 Jahren der Fall war. New Work Needs Inner Work, das ist der Buchtitel von Bettina, das ist aber auch das Thema auch dieses Panels. Was würdet ihr sagen, Max, ich stelle dir die Frage gerne zuerst, inwiefern brauchen wir denn, also du hast gerade gesagt, wir diskutieren schon ganz viele Fragen, das auch intensiver als noch vor ein paar Jahren, aber was müssen wir denn, sagen wir mal, auch ein Stück weit mit uns jetzt ausmachen oder mit uns diskutieren, um das ganze Thema New Work auch anzunehmen und da auch von zu profitieren letzten Endes? Total, also ich glaube, der eine Punkt ist so, dass man festgestellt hat, dass bestimmte Modelle Arbeit zu organisieren, also Führung zu organisieren, Zusammenarbeit zu organisieren, besser funktionieren als das, was man üblicherweise vorher gemacht hat. Aber gleichzeitig sind sozusagen die Anforderungen, damit so etwas funktioniert, also egal ob jetzt Holacracy oder welches innovative Modell, die sind halt viel ausgeprägter. Das heißt, man muss viel mehr Rahmenbedingungen schaffen, damit solche Modelle überhaupt erst funktionieren. Und das betrifft auch die Einstellung eines jeden einzelnen Mitarbeiters zu seiner Arbeit, zum Team, zur Organisation. Das heißt, damit sozusagen innovative und am Ende auch produktivere Modelle der Organisation von Arbeit funktionieren, muss ganz viel auch auf der Ebene der Beziehung des Einzelnen zu seiner Arbeit, glaube ich, passieren. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, ganz viele Menschen saßen jetzt zu Hause und waren sozusagen stripped von all dem Barocken, was zur Arbeit dazugehört. Ja? Also sozusagen kein Dienstwagen, kein im Café mit den Kollegen sitzen und so weiter, sondern einfach nur die real existierende Arbeit, die man nun mal tut an seinem Computer. Und ich glaube, da haben sich viele Leute sich gefragt, so hey, ist das eigentlich wirklich das, was ich machen möchte? Was ist eigentlich der Sinn meiner Arbeit und so weiter? Ich glaube, diese Beschäftigung mit dem, was man da konkret tut, die stellen, glaube ich, sich ganz viele Leute aktuell stärker vielleicht, als sie das früher getan haben. Das bringt, glaube ich, auch nochmal so einen neuen Schub zu der Frage, wie sinnhaft muss eigentlich Arbeit für mich sein, wie erfüllend muss Arbeit für sich sein. Ich glaube, so ein dritter Faktor, der noch hinzukommt, ist, dass natürlich auch durch eine jüngere Generation, also dieses ganze Generation Y-Gerede, was schon daran irgendwie, glaube ich, wahr ist, ist, dass viele Leute mit der Erwartung stärker rankommen, dass Arbeit erfüllender sein soll, dass Arbeit irgendwie ganz viel der Fragen, die sie ans Leben haben, sich auch in der Arbeit beantworten. Die sind jetzt teilweise irgendwie so Ende 20, Anfang 30, die Generation Y, und stellt auch dann so fest, so, es gibt auch so eine Phase der Ernüchterung. Vieles lässt sich vielleicht in der Arbeit auch so nicht realisieren. Insofern, glaube ich, findet gerade so ein spannender Aushandlungsprozess eigentlich statt, was die Beziehung eines jeden Menschen zu seiner Arbeit ist, was Arbeit sein kann, was auch nicht. Spannend fand ich, wie du gerade gesagt hast, dass sich viele jetzt die Frage stellen,
ist es überhaupt das, was ich machen möchte und passt das und bin ich damit zufrieden, weil ja vieles wegfällt, was wir sonst von Arbeit kennen. Bettina, da die Frage an dich. Das eine ist, dass ich mir wahrscheinlich jetzt die Frage stelle, ist es das, was ich machen möchte? Aber wahrscheinlich auch noch mehr merke, welche Fähigkeiten ich denn gerade brauche durch Remote Work, durch neue Aushandlung von Leadership und Co. Also was würdest du sagen, was sind so Fähigkeiten, die im Zuge von neuem Arbeiten in allen seinen Facetten wichtiger werden? Anschließend an das, was ich im Intro gesagt habe, ist es für mich viel so diese Fähigkeit, mich in mir neu orientieren zu können, weil ich eben in diesem agileren, flüssigeren Zusammenarbeiten auf einmal auf weniger Struktur und Prozess zurück. Auch am Anfang in unserem Vorbereitungsgespräch so ein bisschen besprochen ist, merken auf einmal, es gibt eine ganz andere Anforderung an Reife an den Einzelnen, eine ganz andere Anforderung an Selbstverantwortung. Ja, und Reife ist ja im Grunde genommen das, wo wir als erwachsene Menschen immer mehr lernen, Spannung in uns zu halten. Also nicht sofort in eine Reaktion springen zu müssen, nicht sofort aktiv werden zu müssen, sondern erstmal mir einen Überblick zu bewahren und immer auch wieder zwischen der direkten Perspektive und der Metaperspektive zu wechseln. Also nicht nur aus mir heraus zu entscheiden, sondern auch auf das große Ganze herunterzuschauen. Und ich klassifiziere diese New Work-Kompetenzen immer: Klarheit mit mir bedeutet Selbstkontakt, Selbstreflexion. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was mir wichtig ist, ich weiß, wie ich führe, wie ich zusammenarbeite und ich weiß, was ich da drin brauche. Und dann eine Fähigkeit, mit dir dazu in Kontakt zu treten. Feedback-Kompetenzen, Konfliktmanagement-Kompetenzen. Und dann brauchen wir gemeinsam für New Work diese Meta-Reflexionsebene. Weil das ist ja was normalerweise die Führungskraft macht. Normalerweise mache ich meinen Job und die Führungskraft guckt dann einmal von oben drauf, sieht das gesamte Team, also wenn sie eine gute Führungskraft ist, fängt das an, miteinander zu vernetzen, kümmert sich da um Dinge. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen mehr in holokratischere, agilere Zusammenhänge, dann fangen wir an, uns diese Verantwortung mehr im Team zu teilen. So, und wenn ich dann nicht mit mir klar bin, auch nicht mit dir klar kommunizieren kann, kommen wir in gar keinem Fall auf irgendeine klare Metaebene zusammen. Und also für mich ist es eben so, dass ich merke, die neuen Kompetenzen sind vielleicht auch Agilitätsfachkompetenzen und eine Ausbildung in, wie sind denn holokratische Prinzipien? Aber das kann man eigentlich relativ schnell sich erarbeiten. Viel wichtiger finde ich diese inneren Kompetenzen. Also auch das, was dann hinterher sich in meiner Reife, in meiner Fähigkeit zur Selbstmotivation, Selbstverantwortung und Selbstorganisation ausdrückt. Und das finde ich total spannend. Das ist für viele neu. Und ich sehe auch immer wieder Unternehmen, die primär New Work über Struktur einführen und dann scheitern, weil sie nämlich diese Kompetenzen nicht aufbauen und keine Räume und Formate schaffen, in denen wir das miteinander üben können, weil wir kommen ja nicht so ausgebildet beim Arbeitgeber an. Ja, unsere Universitäten, unsere Schulen machen das ja nicht mit uns oder zum größten Teil. Das ist eigentlich der perfekte Anknüpfungspunkt für Sophie. Das Wort Holokratie ist gerade ganz oft gefallen. Aber eine Rückfrage an der Stelle, weil du jetzt auch gesagt hast, dass vor allem dass auch Soft Skills oder auch agile Skills, dass das immer wichtiger wird. Treten denn andere, so Hard Skills, also dass ich Wissen habe über das Thema, mit dem ich arbeite, dass ich mich in meinem Thema gut auskenne, tritt das zurück? Oder wie würdest du das Verhältnis zwischen, ich nenne es jetzt mal Soft und Hard Skills, sehen in Zukunft? Nee, würde ich nicht sagen. Also wir brauchen ja immer noch Fachexperten, wir brauchen immer noch Menschen, die tief im Detail stecken, die Fachkompetenz ist. Was einfach passiert ist, das, was normalerweise eine Delegationsstruktur um uns herum für uns tut, verlagert sich jetzt in den Beziehungs- und Kommunikationsraum zwischen uns. Und deswegen, also steigt an mich als Arbeitnehmer einfach die Anforderung, dass ich neben meinen Fachkompetenzen jetzt auf einmal ein neues Niveau an Soft Skills mitbringen muss. Ich glaube, das ist auch so eine Gleichzeitigkeit, die für viele Leute eine echte Herausforderung ist. Und das finde ich auch wirklich, also es macht für mich auch total Sinn. Und dann geht es viel um Rhythmus. Also welchen Rhythmus in unserem Veränderungsprozess passt denn zu uns, dass wir uns zwar fordern, aber nicht überfordern? Okay. Sophie, jetzt aber an dich. Ihr arbeitet ja, du kannst es gerne nochmal umreißen, wie es bei euch funktioniert. Ihr arbeitet ja nach einem Holocracy-Modell und eben, ich glaube, bei euch ist das ja ganz, ganz stark das Thema, ne? Dass man nicht eben die Führungskraft hat, die, was Bettina gerade gesagt hat, die sich kümmert, sondern jeder ist für sich selber auch verantwortlich und auch selbst organisiert. Vor welchen Herausforderungen steht ihr da? Und ich glaube, das sind ja nicht wenige. Und warum macht ihr es trotzdem? Also warum ist es doch so erfolgreich am Ende? Genau, also mal kurz umrissen, so Holokratie oder, also wir sind jetzt ja keine Hardcore-Holokraten, da bin ich auch ehrlich, sondern wir sagen, das ist eine responsive Organisation, in der jeder eingeladen ist, aktiv dabei zu sein, sie auch mitzugestalten. Und das bedeutet letztendlich, wir arbeiten in Rollen
Rollen können sich jederzeit verändern in ihrer Wichtigkeit, in ihren, also in ihren Accountabilities, in ihrer Struktur. Und man kann natürlich sagen, klar, es gibt auch Leads von diesen, wir nennen das Circle oder Teams im übertragenen Sinn. Und klar, so ein Circle kann sich einfach von heute auf morgen an Anführungsstrichen nichts auflösen. Und die Frage ist ja dann für den Individuellen, der letztendlich zum Beispiel auch eine Lead-Rolle hat, da bin ich dann eigentlich noch jemand, ne? Oder wurde ich eben gerade entmachtet. Und also erstmal, sie führen ohne Ego. Ja, bei uns gibt es genauso viele Egos und bei uns gibt es auch genauso viele Menschen, die Dinge gestalten, treiben, leiten, führen. Aber am Ende des Tages, was wir wollen, ist, dass wir ein Führen auf Augenhöhe haben und dass jeder Einzelne, so wie es die Bettina auch gesagt hat, aktiv drüber nachdenkt, was es denn eigentlich bedeutet. Ne? Also ich sage immer gerne, es gibt ja auch klar, nicht durch die Bank, dass jeder versteht, warum es nicht 10% Gehaltserhöhung für jeden gibt, per se pauschal, sondern dass man anfänglich drüber nachdenkt, was würde das denn bedeuten, wenn jeder jedes Jahr 10% Gehaltserhöhung bekommt. Und dass ich nicht eine Grundsatzdiskussion führen muss, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Ja. Und klar, man kann nicht so viel, also ich verlange das nicht von jedem, aber je weiter man bei uns in der Organisation kommt, klar, wir reden auch über Gehälter, wir reden auch über Weiterentwicklung, desto mehr, sage ich mal, Verständnis fürs große Ganze muss ich haben. Und da, und das hat die Bedienung jetzt ja auch durchaus nochmal dargelegt, es ist nicht immer so. Ne? Nicht jeder und ganz viele kommen auch darauf, das ist nichts für mich. Ne? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Hierarchie, mit meiner Struktur, ja? Und komme mit diesem Unsicheren, was ist eigentlich in 3 Monaten, gar nicht zurecht. Ne? Und es ist auch kein Problem. Jeder Mensch hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis und wir sagen auch, wir merken das schon auch im Sinne von Assimilationsschwierigkeiten. Also gerade wenn man neu dazukommt, also überhaupt erstmal zu verstehen, auch wie viel Macht man eigentlich hat über seinen eigenen Bereich, über sein eigenes Leben, in Anführungsstrichen, das ist vielen gar nicht bewusst, ne? Und sich auch diese Freiheit zu nehmen. Und das ist für mich jetzt einmal, ich will sagen, ein interessantes Experiment, ja. Man sieht halt einfach, wie Menschen da reinkommen und wie sie sich, also wie verschieden man damit umgeht. Und wir hatten es vorher auch tatsächlich, im Vorgespräch war richtig lustig und spannend. diese Selbstorganisation oder dieses Ganze, diese Freiheit am Arbeitsplatz, das hat, bringt das Beste, aber auch das Schlechteste in einem raus. Und das heißt aber gleichzeitig auch nicht, dass wir ohne Führungskräfte arbeiten. Ganz im Gegenteil, je weniger, sage ich mal, benannte Führung, desto mehr oder desto wichtiger wird die individuelle Führung von sich selbst oder, sage ich mal, Führungsprinzipien. Und es geht nicht ohne Führung, aber die Frage ist, wie ist Führung gleich Macht, Power, Reporting Lines oder ist Führung Enabling, Coaching und Menschen zu helfen, genau das Beste in sich rauszubekommen. Und das ist eher etwas, was ich vertrete und vielleicht funktioniert es auch deswegen. Man muss es halt auch wollen, ne? Nicht nur sagen, wäre jetzt cool, machen alles so, bei Google ist es auch so, in Anführungsstrichen, sondern muss es halt auch wollen, inklusive den Konsequenzen. Ne? Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Jetzt ist bei euch beiden gerade deutlich geworden, dass wir kommen jetzt nicht, sag ich mal, von der Uni oder wir kommen nicht irgendwie von der Ausbildung und haben alle diese Kompetenzen entsprechend schon dabei. Also das heißt, wir müssen sie ja irgendwo erlernen und das für manche ist es was, für manche auch nicht, aber so diese Kommunikationsfähigkeiten, agiles Mindset, wo lerne ich das denn dann oder wer ist dafür verantwortlich, Max, dass ich das mitkriege? Bin ich selber? Ist es mein Unternehmen, mein Arbeitgeber? Ist es letzten Endes das Bildungswesen? Also wer ist da derjenige, auf den ich mit dem Finger zeigen darf? Also ich glaube, klar ist, dass man nicht irgendwie in einem Wochenendkurs Selbstmanagement, Kompetenzen und agilen Mindset unterrichtet bekommen kann. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. So auf deine Frage von vorhin, sozusagen brauchst du noch Hard Skills? Das hängt schon damit zusammen, weil ich würde sagen, sozusagen je dynamischer das System wird, desto wichtiger ist schon auch eine richtige Basis. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Leute eine richtige Basis haben, also sozusagen einen Wissensbereich, wo sie das Gefühl haben, da bin ich Experte, da habe ich Ahnung von, ich habe eine Expertise entwickelt, ich habe auch mit einer gewissen Ausdauer mich da sozusagen entfaltet in diesem Bereich. Das ist eine Basis, auf der dann aufbauend viel sozusagen weniger statisch sein kann. Ja, also was gerade berichtet wurde, ist ja sozusagen Rollen in der Organisation sind weniger statisch, Zusammenarbeit verändert sich von Woche zu Woche, ist dynamischer. Auch sozusagen
sagen, dass ich nicht sage, ich habe Wissen in einem Bereich, da ziehe ich die ganze Zeit das Wissen raus die nächsten 30 Jahre, sondern dass ich schon auch gucke, es gibt auch andere Wissensdomänen und ich übertrage sozusagen Erkenntnisse von einer Wissensdomäne in die andere, was man ein bisschen so T-shaped Profile nennen kann, ja, sozusagen Spezialist in einem Bereich, aber schon auch Generalist, der sich unterschiedliche Wissensdomänen aneignet und aus denen heraus sozusagen dann sozusagen Ideen gewinnt für bestimmte Problemstellungen, die nun mal anstehen. Also was ich damit sagen will, ist glaube ich schon ein relativ umfängliches und ganzheitliches Skillset, um das es geht, um in so einer neuen Arbeitswelt wirklich auch performen zu können. Und wer kann das dann sozusagen beibringen? Also natürlich ist es eine Frage des Schulsystems, das steht ja außer Frage. Das ist halt ein System, was man sehr langsam sozusagen nur verändern kann, weil es einfach sehr, sehr viele Menschen auch betrifft. Es ist ein träges System, aber ich glaube, da muss man sich auf den Weg machen. Ich finde es total super, so ein paar innovative Schulprojekte zu haben, die zeigen, wie es funktionieren kann. Das sollte man auf jeden Fall tun. Aber am Ende ist natürlich ein Job, den wir als Gesellschaft leisten müssen, das gesamte System ein Stück nach vorne zu kriegen. So, dann in der Arbeit natürlich. Also es ist sozusagen das On-the-Job-Training, gerade im Soft-Skill-Bereich, ist unglaublich wichtig und bietet natürlich riesige Chancen. Also natürlich kann man sagen, ich staffe eine bestimmte Person auf ein bestimmtes Projekt, nicht nur, weil sie aufgrund ihrer aktuellen Kompetenzen dort jetzt besonders gut ist, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sie dort bestimmte Selbst- oder Projekt- oder Teammanagement-Kompetenzen erlernt, die sie braucht für eine zukünftige Arbeitswelt. Und zum Dritten, glaube ich, wenn es dann darum geht, sozusagen in der Arbeitspolitik zu entscheiden, wo entwickeln wir Menschen hin, welche Anrechte auf Weiterbildung schaffen wir, ne? Also sozusagen welche institutionellen Angebote für Weiterbildung, da muss natürlich der Anknüpfungspunkt für alles sein, wie werden Menschen zukünftig eigentlich arbeiten? Also was wird zukünftig die Rolle des Menschen im Wertschöpfungsprozess sein, wenn wir sozusagen die Grenzen einer Organisation, die werden fluider, es gibt künstliche Intelligenz getriebene Systeme, die mit Menschen enger zusammenarbeiten und so weiter und so fort. In diesem Setting, wie muss ein Mensch eigentlich da agieren? Auf welche Kompetenzen kommt es an? Das muss sozusagen die Ziellinie sein für ein Weiterbildungssystem, was dann idealerweise eine Gesellschaft mit knapp 40 Millionen Erwerbstätigen irgendwie auch auf die Straße bekommt. Okay. Lasst uns die letzten Minuten nochmal nutzen, um nochmal konkret zu schauen, wie ich New Work-Konzepte auch umsetzen kann. Wir haben jetzt viel darüber auch gesprochen, welche Eigenschaften brauche ich, welches Mindset brauche ich auch und woher bekomme ich es, aber auch nochmal zu gucken, wie setze ich denn letzten Endes ein oder wenn ich gucke hier zu und denke, spannend, ich muss wirklich was tun, wo starte ich? Bettina, du arbeitest ja jetzt als Organisationsentwicklerin mit ganz unterschiedlichen Unternehmen zusammen. Was machst du so für Erfahrungen? Also was sind die Herausforderungen im Unternehmen, aber was läuft auch gut, wenn man New Work-Konzepte einsetzen will? Ich gehe mal davon aus, dass man sagt, wir machen es jetzt und der Obstkorb, das war es nicht. Also was sind so Best Practices, die du mit uns teilen kannst? Ich glaube so, das Beste am Anfang ist, sich bewusst zu werden, was will ich denn eigentlich wirklich? Also wo kommt der Impuls für New Work denn eigentlich her? Ist das jetzt gerade auch ein Aufspringen auf einen Trend? Ja, oder ich habe immer das Gefühl, es gibt so drei unterschiedliche Szenarien, die, sagen wir mal, etwas sind, was man sich dann am Anfang mal angucken sollte. Also einmal, wir wollen dabei sein, dann ist aber immer noch nicht die Frage beantwortet, ist es das, was wir wirklich tun sollten für unser Unternehmen? Dann einmal oft, und also das finde ich dann oft so bei Geschäftsführern, die, sagen wir, sich immer mit Führung schwer getan haben, für die ist New Work dann auch die perfekte Lösung, weil dann führen wir ja jetzt alle zusammen. Das ist immer so das andere Teufelchen. Und dann gibt es ganz viele Szenarien auch, wo ich merke, da ist schon wirklich das Interesse an New Work dran. Und es gibt aber nicht wirklich den Willen, Kontrolle und Macht aufzugeben. Und was dann da passiert ist, dass wir natürlich dann anfangen, Angebote an Mitarbeiter zu machen, die wir dann entweder hintenrum oder irgendwann wieder komplett wieder zurückrudern, weil wir merken, damit sind wir jetzt gerade überfordert in der Macht- und Autoritätskultur, die wir im Unternehmen weiterleben wollen. Und für mich ist deswegen die erste Best Practice ist, sich am Anfang klar zu werden, was wollen wir wirklich und wo sind die Limits dieses Prozesses. Ja, und ich habe ja gesagt, für mich ist New Work so ein Weg auf so einen Horizont auf Selbstorganisation tun. Da gibt es unendlich viele Graustufen, nur sollte man sich am Anfang vor allem auch mit Respekt für seinem Arbeitnehmer bewusst sein, was weiß ich denn jetzt schon über mich, was sind die Fallstricke, die ich habe und wo sind meine Limits? Also was würde ich nie aufgeben wollen? Das ist mal so das Erste. Und dann ist das andere, dass ich mich viel am Anfang mit dem Thema, was Sophia auch so schön beschrieben hat, beschäftige. Was wissen die Arbeitnehmer denn, was sie an Sicherheit am Arbeitsplatz über was beziehen? Also ich verwende am Anfang viel Zeit darauf, dass wir uns nochmal bewusst machen, wie möchte ich Sicherheit und Zugehörigkeit am Arbeitsplatz erleben und wie möchte ich Freiraum erleben? Ja, und da fällt dann vielen auf, dass sie Struktur, Regeln und Prozesssicherheit eigentlich ganz cool finden.
und dass das gar nicht so einfach ist, wenn wir das jetzt anfangen, umzuändern. Aber sobald wir darüber sprechen können, und das ist so ein ganz großer erster Schritt, Sprache finden für diese inneren Mechaniken, die den ganzen Arbeitstag wirken, über die wir aber normalerweise nie sprechen. Ja, nämlich meine Bedürfnisse am Arbeitsplatz in Bezug auf Sicherheit. Rede ich ja sonst normalerweise nicht drüber mit meinem Chef. Also ich habe es zumindest nie getan als Arbeitnehmerin. Ja, und dass wir Sprache finden für Dinge, die ganz implizit da sind, aber die wir explizit machen müssen, wenn wir, und das ist jetzt für mich so das andere, das nächste perfekt passende Organisationsmodell für uns finden wollen. Und das ist so das, die andere Best Practice, die ich reingeben möchte. Ich arbeite grundsätzlich immer von innen nach außen. Also ich führe nie Struktur ein und versuche dann, das Unternehmen auf die Struktur anzupassen, sondern ich arbeite mit dem Unternehmen, wir kristallisieren raus, wo der Zug denn hingeht, und dann bilden wir Prozesse und Strukturen, die das möglich machen. Und das ist genau andersrum, als ich das jetzt auch ganz ehrlich als Beraterin gelernt habe. Und das ist für mich der zumindest in meiner Arbeit erfolgreichere und nachhaltigere Ansatz, weil dann nämlich das, was ich so als innen und außen bezeichne, zusammenpassen, und dann wird es effektiv. Ja, dann auf einmal irgendwie setzen wir das um, was wir wirklich wollen und was uns auch wirklich trägt. Und ich glaube, also sich wirklich bewusst sein, was wollen wir nicht, wo sind unsere Limits, dann gemeinsam schauen, was bringen wir in den Prozess als Menschen, weil wir Menschen sind, mit ein. Und als drittes dann eben von innen nach außen zu agieren und nicht Strukturen und Prozesse erst einführen und dann irgendwann mal über Haltung reden. Wie war denn das bei euch, Sophie? Ich meine, jetzt ist es bei euch ja noch das Zusammenspiel mit dem Konzern. Das ist, glaube ich, keine Überraschung, dass Daimler nicht komplett nach Holokratie arbeitet. Wie ist es da? Wie habt ihr am Anfang für euch ausgemacht, wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir auch zusammenarbeiten mit anderen Strukturen? Wie war da so dieser Aushandlungsprozess? Oder steckt ihr noch mittendrin? Gut, es gibt ja an der Schnittstelle, muss ich sagen, da gibt es schon auch immer wieder Emotionen. Also so ist ja nicht, ne? Und ich sage immer, an der Schnittstelle arbeiten natürlich auch viele Menschen, die beides verstehen. Ne? Also die Kultur, die wir zum einen schützen wollen, aber natürlich auch die Kultur eines Großkonzerns. Und der hat auch genauso seine Berechtigung zu existieren. Ne? Und das ist auch weder besser oder schlechter. Es funktioniert halt für dieses Konglomerat oder für diesen Bereich. Allerdings, was wir und was natürlich oft passiert in einem großen System, ist, dass wir eine gewisse Angleichung haben. Also, es ist schleichend, hier noch ein Prozess, hier noch eine Policy, da noch eine Synergie und so langsam, aber sicher. Und da wird man so lange massiert, bis man eigentlich genau gleich ist wie das andere. Ne? Und was wir durchaus innerhalb der Firma gemacht haben, aber vor allem auch innerhalb des Führungsteams, sage ich mal, die diese Organisation auch mitgestaltet haben, dass wir uns schon auch aktiv und auch wenn es nicht so schön ist, Feedback geben. Also und Feedback, das kann auch schon ziemlich hart sein. Übrigens war schon manchmal harsch, ja. Und das ist ja auch okay für mich, aber wenn es dann zum Beispiel kommt, Sophie, das war Corporate Classic, was du gerade gemacht hast. Also es passt überhaupt nicht zu unserer Kultur. Dann ist es vielleicht ein bisschen tough für mich. Aber dreimal drüber nachgedacht, könnte es tatsächlich so gewesen sein. Das Gleiche gilt aber für jeden anderen. Ne? Und das muss ich sagen, das etwas zu etablieren oder zu sagen, hey, dann lass uns da bitte offen drüber sprechen, weil wir wollen eigentlich was anderes. Und wenn wir aber dann Verhaltensmuster oder Themen feststellen, die eigentlich komplett konträr zu dem sind, was wir machen wollen, dann müssen wir da auch aktiv drüber sprechen. Und es ist auch kein Problem, dass es mal passiert. Ja? Und es gibt auch mal die ein oder andere Top-Down-Entscheidung. Sorry, ja. Sonst kriegen wir ja nie, es muss nicht alles basisdemokratisch diskutiert werden. Aber zumindest, dass wir einen offenen Diskurs haben und das ist auch egal, wer du bist. Ja? Jeder hat das Recht, etwas aufzuzeigen, aktiv mitzuwirken und dabei zu sein. Und ich glaube, um das geht es eher. Unsere Kultur, die wir in der Firma haben, haben wir uns deswegen erhalten, weil wir halt offen miteinander sind, auch wenn das manchmal ein bisschen schmerzhaft ist. Aber zumindest sind wir aktiv. Ist das jetzt cool, was wir gerade machen? Oder ist es jetzt eigentlich so, wie es alle anderen machen? Oder wie wollen wir es gestalten, damit es unserer Kultur entspricht? Ne? Sei angefangen von Corona-Kommunikation, ja, bis hin zu Abendveranstaltungen, die es ja heute gar nicht mehr gibt. Also wie können wir es so machen, dass es zu unserer Kultur passt und das ist ein aktiver Prozess und also nicht, Anführungsstrichen, da kommt eine Folie einmal im Jahr, da steht irgendwo dann People und Culture drauf. Und am Ende macht eh keiner was. Ne? Und von dem her, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich
ich glaube, wenn jeder letzten Endes auch gehört wird, ist es auch okay, wenn es dann mal eine Top-Down-Entscheidung gibt. Ne? Nochmal der Blick an der Stelle in die Verwaltung. Sind jetzt die, werden jetzt zwei Beispiele aus Unternehmen, Best Practices. Kann man das 1:1 so übernehmen, Max? Oder gibt es da noch andere Herausforderungen, wenn nicht letzten Endes die Verwaltung oder in dem Fall auch das Bundesministerium der Finanzen auf New Work umsatteln will? Wie sieht es bei euch so aus? Also wir sind natürlich schon längst da. Nee, ich glaube, es gibt ein Stück weit auch, weil das gerade oft gesagt wurde, es gibt auch Grenzen des Darüberredens. Gerade in der Verwaltung wird seit 20 Jahren darüber geredet, dass man Verwaltung modernisieren muss. Und dann gibt es Programme und die werden dann in die gleichen Strukturen gegossen und heißen dann Verwaltungsmodernisierungsprogramm, Umsetzungsplan, römisch 2, 4. So. Ich glaube, am Ende geht es schon so ein bisschen darum, einfach zu tun und immer zwei konkrete Beispiele zu nennen. Technologie spielt eine riesige Rolle. Also wenn zum Beispiel Skype for Business in einem Ministerium eingeführt ist und auf einmal Ad-Hoc-Meetings zusammengeführt werden, die normalerweise eine Woche vorher eingestellt werden müssten, aber einfach ad-hoc an einem Programm sofort zusammengearbeitet wird. Oder wenn Kommunikationskanäle, die ähnlich wie Slack funktionieren, angewandt werden, entstehen dadurch nach und nach neue Praktiken des Zusammenarbeitens, die allein durch darüber reden oder irgendwie einen abstrakten Mindset-Wandel niemals passiert werden. Ein zweites Beispiel, es gibt dieses Tech for Germany-Programm, was das Kanzleramt macht, hatten wir ein sehr schönes Projekt bei uns im Finanzministerium, wo ein Kollege aus der Steuerabteilung an einer Lösung gearbeitet hat, wie Senioren per App ihre Steuererklärung fast automatisch ausfüllen können. Das erleichtert vielen Menschen das Leben sehr. Und da gab es dann eine Konfrontation von sozusagen Beamten aus dem Ministerium, die alle so 40, 50, 60 sind, und halt jungen Service-Designern, jungen UX-Designern und so weiter. Und allein deren Zusammenarbeit hat so einen nachhaltigen Effekt erzeugt in Bezug auf darüber nachdenken, wie Zusammenarbeit funktionieren kann. Ich glaube, das hätte man in keinem Kurs, den man über irgendein Weiterbildungstool hätte buchen können, so erzeugen können. Also insofern glaube ich, gerade für die Verwaltung ist das, was jetzt gerade passiert, bei allen Belastungen, die das auch erzeugt, muss man ganz klar sagen, es ist eine Ausnahmesituation gerade für unser Land und auch seine Verwaltung. Aber ich glaube, die Chance, die darin liegt, auf jeden Fall ist, diesen Impuls jetzt zu nutzen und zu sagen, hey, wir haben doch gesehen, konkret am lebenden Beispiel, dass man Dinge anders machen kann und sie trotzdem funktionieren. Ich glaube, diese Dynamik, die da jetzt gerade entstanden ist, die sollte man mitnehmen und dann klappt es vielleicht auch mit der Verwaltungsmodernisierung. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, aber das klingt doch schon mal sehr, sehr hoffnungsfroh. Ich würde gerne die letzte Minute nutzen. Wir hatten ein paar Fragen von den Zuschauern bekommen und eine würde ich gerne als Abschlussfrage an der Stelle stellen. Und zwar war die Frage, was ihr denkt, wie wir in 2 bis 3 Jahren dastehen. Also gehen wir dann eher wieder alles zurück auf Anfang, also so ein bisschen vor Corona, der Großteil ist im Büro, oder arbeiten wir sehr remote? Wie new arbeiten wir dann? Die Frage würde ich euch gerne in die Runde geben. Bei mir oben rechts ist Sophie zu sehen. Ich gehe einfach so einmal im Uhrzeigersinn nach, dass wir dann Sophie zuerst, bitte. Ja, also wir machen uns da extrem viele Gedanken drüber gerade, weil für uns ist natürlich auch die Frage, hey, wenn wir jetzt alle remote arbeiten können, können wir gleich auf einen ganz anderen Talentpool zugreifen. Mhm. Aber also unsere Projection, hat es anfangs erwähnt, ist ein bisschen ein Blend. Also tendenziell, was wir gerade überlegen, konkret ist, lass uns unsere Büroräume lieber in Workshop-Zonen, Meeting-Zonen umbauen und dafür weniger fixe Arbeitsplätze zu machen. Also wir hatten das vorher ja auch schon im Aspekt New Work. Ne? Also jetzt, jeder sitzt flexibel und jeden Tag woanders. Aber dass wir das noch viel stringenter darauf auslegen, dass wir eigentlich nur ins Büro kommen, um uns auszutauschen, um bestimmte Themen zu erledigen, um sich zu treffen und aber dann zum Beispiel auch konzentriert zu arbeiten, wenn man zu Hause ist. Und es wird so wahrscheinlich ein Mix sein. Und was ich natürlich auch extrem spannend finde, vor allem aus einer auch Diversity- und Inclusiveness-Perspektive, dass wir natürlich auch über das ganze Thema Remote-Arbeit und 100% Remote-Arbeit ganz andere Möglichkeiten haben, auch Menschen wieder zurück in die Arbeit zu holen, die vielleicht gar nicht können, weil sie in der Früh ihre Kinder wegbringen müssen und das Kind dreimal krank ist. Aber wenn man solche Aspekte noch mit berücksichtigt, ich glaube, da geht die Reise hin und ich hoffe, dass von jedem modernen Arbeitgeber auch in der Zukunft solche Angebote geben wird. Absolut. Bettina, an dich die Frage mit Bitte um kurz Antwort, weil ich sonst hier von der Regie... Nee, alles gut, Sophie. Aber sonst kriege ich von der Regie gleich einen drauf. Gehen wir zurück oder haben wir ein New Normal im Sinne von Remote Work nach Corona? Genau, also ohne das jetzt zu wiederholen, was Sophie gesagt hat, dem ich mich anschließen kann, es wird wohl auf einen Hybrid hinauslaufen. Ich glaube, ich würde noch mal eher fragen,
Was ist denn an Remote gerade schwierig? Und was ich viel von meinen Kunden höre, ist, dass sie schon Begegnungen missen und nicht wissen, wie sie das anders herstellen sollen und dass auch die Kaffeepausen über Zoom das nicht ersetzen. So, und ich glaube, wir haben super viel, also auch das, was Max gesagt hat, ich glaube, wir haben super viel gelernt. Also für mich in meinem Job ist Corona ein Geschenk, weil ich mit demselben Unternehmen von einem Jahr noch gestritten habe, ob Homeoffice jemals eine Option ist und zack, jetzt können sie alle. Und die IT hat es in 2 Wochen hingekriegt. Mhm. Ja, also Hammer. Also ich bin ewig dankbar. Die Frage ist aber trotzdem kultureller Natur. Wir sind Menschen, wir begegnen uns auch gerne. Und wie finden wir da Formate und wie kommt das in einen guten Rhythmus miteinander, damit das nicht so 2 Welten werden? Ja, und wie verzahnen die sich nachhaltig? Und was da das Neue sein wird, ich finde, das ist noch nicht ganz raus. Okay. Ja, und es hört sich auch manchmal so an, als könnten wir da eher zurückbouncen in das, wo wir vorher mal waren. Was ja vielleicht auch nicht immer schlecht ist. Allerletzter Satz an dich, Max. Gehen wir zurück oder haben wir neues Arbeiten in 2 oder 3 Jahren? Ich glaube, ganz, ganz, ganz viel Neues wird bleiben, ähnlich wie sich so im Gehirn bestimmte Dinge bahnen. Wenn wir die oft genug gemacht haben, dann bleiben die so. Spannend wird, glaube ich, das, was Bettina gerade gesagt hat. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die uns fehlen, ja, die zufälligen Begegnungen und so weiter. Und zwar nicht nur als so ein Coziness-Faktor, sondern ganz hart für die Produktivität und die Kreativität in einer Organisation. Und ich finde es jetzt schon spannend zu gucken, mit welchen Tools wird rumprobiert. Kann man das digital machen? Kann man das hybrid machen? Braucht man dafür die physische Begegnung? Wofür genau ist eigentlich Videokonferenz immer das Richtige? Wollen wir nicht telefonieren? Ist Coffee Walk eigentlich eine soziale Innovation, die wir beibehalten sollten? Und so weiter. Und ich glaube, in der Phase sind wir. Und ich glaube, es wird ein total spannendes Mosaik sein aus dem, was früher war und dessen, was wir jetzt gerade praktizieren. Ich bin gespannt, was wird und worüber wir wahrscheinlich dann bei der nächsten Working Culture sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick in New Work, in Inner Work und hier auch eure persönlichen Erfahrungen. Vielen Dank für die spannende Diskussion, Bettina Rollo, Sophie Seiwald und Max Neufand. Schön, dass ihr dabei wart.